Herzlich willkommen zur weiteren Folge von Marsch. Jetzt teste ich mal komplett anderen Ton. Ich verwende jetzt normale Lautsprecher vom PC. Ob der Ton denn anders ist. Kopfhörer, ja, klingt dann glaube ich irgendwie anders. Das heißt, diese Aufnahme muss ich mal separat testen. Okay, wir machen gerade aktuell, also ich, Strohpressen, Quatsch, Silagepressen. Jetzt ein paar Grasmeter noch abfahren. Wir werden jetzt letzten Hopfen aus dem Drescher holen und dann werden wir mit dem Traktor gleich die Aussaat beginnen auf Feld 15. Trikale. Mischgetreide. Dieser mit dem Ton ist immer ein bisschen extrem verschieden. Ist zu weit weg, ist lauter, leiser. Dicht dran, ist wieder lauter. Ist ganz schwer einzustellen. So. Haben wir den Hopfen in den Silo. Wenn die Aussaat läuft, dann können wir was verkaufen. Ich glaube, die anderen Wiesen waren auch schon wieder auf reif. Hat er sich am Balken aufgehängt? Sieht so aus. Gleich gucken. Dann müssen wir auch nach vorne gehen. Jups. Normalerweise fahrt gleich hinterher und sammel ein. Dann gibt es die Probleme nicht so extrem. Aber der Fall war halt nicht zu machen. Keine Zeit. Ne, soll ich rausgehen. Bisschen noch mitnehmen. Und die ganze Ecke hier. So, eine Runde noch. Gut, das läuft wieder. Das ist auffällig. Die Lenkung ist wohl wieder. Stellen wir hier rechts ab. Der Traktor ist noch ganz. Ganz okay. Genau. So, Traktortausch. Kühe müssen wir noch kaufen, aber erst 14 Stück da.
gesagt, weit weg ist leise. Muss kurz lenken, aufstecken, wieder einstecken. Katastrophe hier. So, Trikale, auf geht's. Grunde können wir auch mit Feld 13 beginnen. Die Lenkung zieht mir nach links. Nicht so schön. Wenn die Aussaat läuft, können wir uns um die anderen Sachen kümmern. Stroh und Lageballen. So, jetzt haben wir das auch schon da. So. Aussaat für 13. Ersten Wegpunkt. Knappe halbe Stunde. Gut. Lass mal laufen. Stroh. Den müssen wir runterfahren. Das heißt, vorne zusammenklappen. Und den Lauch in die Tasche. Erstmal das. Logisch, logisch. Mal sehen, ob wir das ankriegen. Dann machen wir hinzu. Jetzt fahren wir uns mal hoch. Voll tanken.
So, jetzt geht's wieder. Oh je. Na, das war nix. Mein Mikro schaltet sich aus. Das ist nicht gut. Also, wenn der Ton also über Dings läuft, schaltet sich das Ding aus. Also, extra Mikrofon kaufen. Muss ja auch nicht sein, ne? Und wenn ich beides laufen lasse, Kopfhörer und. Oh, Blödsinn, ne? Wenn es überhaupt geht. Also, ein bisschen Ton im Auge behalten. Kopfhörer höre ich auch ganz schlecht den Ton. Die sind ja gedämpft. Fast wie Gehörschutz. So. Umstellen. Hinterher noch nehmen. Alles verkauft. 14.500. So weit gefahren. Jetzt fahren wir uns die Ladebahn holen. Hier links rum. Kopfhörer sagt man nicht zu. Muss ich mal anders testen. Muss ich Mikrofon kaufen? Normales. Heute ist Freitag. Dann brauchen wir nichts. Oder ich kaufe mal eins zum Laden. Geht auch. Ach, da haben wir versuchen zu kalken. Ah, ja. Tausend. Traktor muss bald möglich sein. So ein kleinen Fan zum Beispiel hier. Ja. Das war zu dicht dran, ey. Nochmal Glück gehabt. So. Noch was tun an. Hier kurz abstellen und Arbeit abschließen. Entlassen. Ballen runterwerfen. Jetzt fahren wir gleich zurück. Jetzt kann ich mir überlegen, ob ich die Wiesen flüge. Weil im Grunde wollte ich mal flügen. Weil laut Karte sollen immer gepflügt werden. Und dann habe ich auch Ruhe.
Also wenn das Taktor wieder so leise, dass es weit weg ist, immer blöd. Gut, wir fahren innen drin, das ist ein bisschen anders. Oder können wir einen Cosplay-Kurs nehmen für Errechnen von Flügen? Wo sind die schon so weit reif, dass man mähen kann? Man die schon mähen kann, wäre es ja blöd, ne? Schenken wir Geld. Dann müssten wir die Wiese, wo wir aktuell bei sind, umpflügen, sobald wie möglich. Die anderen Wiesen erstmal wieder abernten und dann nachher pflügen, wenn sie schon reif sind. Schauen wir gleich nach. Sind wir angekommen am Hof, können wir uns die Ballenpresse wegstellen. So. Den Mähdrescher mal. Sieht ganz gut aus. Stellen wir eine große Garage rein. Brauchen wir aber nicht. Eine große Garage, eine Halle. Und noch was tun da. Oder muss er so aktivieren, dass es nicht ausgeht. Von alleine. Das müssen wir probieren. So, und Zeit. So, meine Freunde, das soll es für die Folge gewesen sein. Also bitte 18 Minuten um. Dann sage ich mal Tschüss und Winke Winke und hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Ciao.